Da bin ich schon wieder. Hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube so 6-7 Minuten. Da war ich wieder hier. So, und jetzt aufpassen. Die Flasche steht auch nicht mehr am selben Ort. Jetzt kann ich nur noch sagen, dass ich die Flasche bin. Inakzeptabel. Hören Sie auf, mein Schiff zu beschießen. Es ist nicht Ihr Schiff. Bald schon. Ich habe Ihren Namen, Ihren Spectre-Rang, sogar Ihre Fingerabdrücke. Ach ja. Und dann sollte ich sterben. Hat nicht geklappt. Sie wollen mit falschen Fingerabdrücken den Rat oder Hackett täuschen? So, jetzt kommt's, glaube ich. Wie sieht's aus mit dem großen Plan? Ha! Ja. Okay, das war's wahrscheinlich schon. Aber es sah immerhin cool aus. So. Munition. Ich habe die gar nicht mehr aktiviert. Fällt mir gerade so auf. Als erstes darf Brooks leiden. Oder auch nicht. Shepard, hier ist Vega. Hören Sie mich? Oh. Nein. Hier Shepard, Vega. Sie haben den Störsender ausgeschaltet? Bestätige. War ganz schön heiß, aber Ihre Störtag ist deaktiviert. Wir brauchen Verstärkung. Wo ist er hin? Commander, die Norman, die bereitet einen ULG-Sprung vor. Das sollten wir verhindern. Negativ. Ich bin in der Shuttlebucht beschäftigt. Verstanden, Commander. Wir machen weiter mit Plan B. Plan B? Was zur Hölle ist... Plan B? Der aktiviert ständig sein Schild neu und die Panzerung. Das ist echt kacke. Jetzt sollte ich mich erstmal um die ganzen Kleinen kümmern. So, jetzt darfst du leiden. Ja, er hat schon wieder alles hochgehauen. Wow! Was ist jetzt los? Ah, okay. Dieses Shuttle kann aber ziemlich schnell fliegen. Beziehungsweise das Skycar. Was zum Teufel ist da oben los? Raus aus dem Nebel und dann ULG-Sprung! Geht nicht. Ein Skycar blockiert unseren Weg. Abschießen! Geht's noch? Wow. 30 Grad vor der Nase bleiben, das blockiert die Kursberechnung. Das macht uns zum perfekten Ziel. Nein, das macht uns zum Köder. Soll ich ans Steuer? Nein. Styroporauto. Schon die ganze Citadel beschießen. Verdammt! Das Shuttle soll raus und das Ding runterholen! Vorsicht bei der Frachtrampe! Jetzt ist auch noch die Frachtrampe offen. Glaubst du nicht? Vielleicht war es trotzdem mehr nachgereicht. Geheilt? Frechheit. Wenn man schon ich bin jemand sagen muss, Sie sind nur ein weiterer billiger Söldner. Dann ist man es nicht. Wo ist er denn hin? Ja. Hier schenke ich dir. Ausnahme des Teils, wo sie verlieren. Ist das alles? Der echte Schöpfer hat viel mehr drauf. Ja, aber er hat zumindest dieselben Fähigkeiten wie ich. Auch wenn er sie irgendwie nicht so gut benutzt. Na, wo ist er denn? Hä? Wo ist jetzt los? Hinten ist er.
Oh. Sehen Sie sich an. Was macht Sie so besonders? Warum Sie und nicht ich? Verschalten! Wir haben Sie. Das da. Deswegen ich und nicht du. Wow. Danke. Irgendwie tut er mir jetzt leid. Ein bisschen. Was ist mit diesem Pijack? Sie, runter von meinem Schiff. Oh, irgendwie hat er mir jetzt leid getan. Kann man ihn überhaupt retten oder dreht er dann trotzdem wieder durch? Es wäre lustig, den Screw-Mitglied zu haben. Einfach einen zweiten Shepard mitnehmen. Zum Glück waren sie nicht lange genug hier, um echte Schäden anzurichten. Obwohl James mir wahrscheinlich helfen muss, die Trümmer in der Shuttlebucht wegzuräumen. Und sie haben beim Feuern auf uns die Wärmeverteilung überlastet. Haben sie bemerkt, dass der Shuttle-Typ geflogen ist wie eine Eins, damit wir in einem Stück bleiben? Es ist schön, auch mal was Wendigeres zu fliegen als ein Kodiak. Was ist mit Edie? Ist sie wieder online? Ich kontrolliere die Normandy wieder komplett. Das hört man gern. Und die Söldner? Überlebende? Nur ein mieser Pilot und sie. Die Allianz bringt sie in eine Hochsicherheitsanlage. Ja, vielleicht haben sie sogar ein paar gefangen. Sachen über Cerberus. Ich werde mit den Behörden uneingeschränkt kooperieren. Bis sie fliehen. Ich? Fliehen? Ich bin keine Agentin. Schluss. Sofort. Sie haben mich und die Allianz mitten im Krieg verraten. Ich war jung und naiv. Geben Sie es zu. Sie werden mich vermissen. Wieso? Sie bleiben doch hier. Wartungsteam zur Shuttlebucht. Ich weiß nicht, ob Wartungsteam hier das Richtige ist. So, und wie wird das jetzt erklärt, dass wir hier auf die Stadt geballert haben? Zumindest auf Teile der Stadt. Der Rest des Teams wartet draußen, Kommando. Die Normandy wird bald wieder einsatzbereit sein. Jetzt haben wir jetzt ja tatsächlich mal Landurlaub. Schön. Ein bisschen leid hat er mir jetzt aber tatsächlich getan, muss ich sagen. Gute Nachricht. Also entspannend fand ich diesen Landurlaub jetzt nicht. Vielleicht können wir mal richtig Pause machen. Ohne Explosionen und so. Nur wir. Ohne Explosionen? Naja, ich weiß nicht. Aber nur wir klingt gut. Das war's übrigens noch nicht. Das mag jetzt zwar wie das Ende von dem Citadel DLC anmuten, ist es aber nicht. Es ist noch nicht vorbei. Also der DLC zumindest, diese Geschichte mit dem Klon-Shepard schon. Was kommt nach einem harten Kampf gegen einen bösen Klon wohl als nächstes? Ich hole meinen mächtigen Dreschlund aus der Hose. Bitte, wir machen Party. Also, ich muss gehen und noch einiges klären vor der Rückkehr nach Tuchanka. Der Chef muss immer die Feuer löschen, stimmt's? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie abhängen wollen oder diese Party stattfindet. Bis dann. Bye. Oh, kein Druck. Niemand zwingt sie, eine Party zu geben. Ist nur so eine Idee. Ich muss mich erst entspannen. Ich denke drüber nach. Nur für den Fall. Ich könnte Ihnen Credits für den Kauf von Vorräten für die Party zukommen lassen, Commander. Okay, und wie? Okay, Edie und Cortez und Trainer sind dabei. Was? Was?
Ich habe außerdem Dr. Tassoni über potenzielle Festivitäten informiert. Okay. Halt, halt. Die Gästeliste ist meine Sache. Alle einladen. Einen Ausladen-Button hat dieses Ding nicht. Okay. Aber falls und wenn ich eine Party gebe, lade ich den Rest ein. Cortez hat James eingeladen. Klar. Keine Zusagen. Ich gehe raus. Wie viel Ärger kann man machen, ohne sich den Oberschenkel zu brechen? Mitglieder Ihrer Crew würden gerne Zeit mit Ihnen verbringen. Sie können Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Falls Sie Aktivitäten wünschen, der Silver Sun Strip hat neben dem Casino auch eine Arcade. Sie haben zudem einen kostenfreien Pass für den Kampfsimulator erhalten. Danke, Cliff. Ich sollte mir wohl selbst auch etwas Landurlaub gönnen. Yep. Deswegen habe ich jetzt nicht sofort zu der Party zugestimmt. Ich weiß nicht, ob man die dann quasi gleich machen muss. Mir ging es jetzt da erstmal drum, die ganzen Kleinigkeiten abzuarbeiten. Zum Beispiel mit den Leuten was zu unternehmen, einzeln. So, jetzt habe ich wahrscheinlich eine Menge Nachrichten auf meinem Terminal. Okay, gar nicht so viele. Von ihren Freunden bei der Amax Arsenal Arena. Team der Amax Arsenal Arena, sehr geehrter Commander Shepard. Wir hier bei Amax Arsenal sind große Fans von Ihnen und wir können Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir Ihren Einsatz im Kampf gegen die Reaper schätzen. Um die Sache hier auf der Citadel noch mehr ins Bewusstsein zu bringen und zudem die Moral zu heben, haben wir vor kurzem die holographischen Feinde in unserem Simulator neuen Skins gegeben, sodass sie jetzt aussehen wie Service-Truppen. Das Hinzufügen von Geth-Feinden nach ihrem Angriff auf Citadel vor ein paar Jahren hat das Zuschauerinteresse damals deutlich erhöht und wir haben auch schon Reaper-Streitkräfte. Uns ist durchaus bewusst, wie beschäftigt sie sind, aber falls sie sich bei einem Landurlaub mal ein bisschen austoben und unseren Zuschauern zeigen wollen, wozu das echte Militär fähig ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn sie mal bei uns mitmachen. Ein kostenfreier Pass liegt jederzeit für sie bereit. Haben wir gerade gehört, ja. Javik, Commander. Ich habe ein interessantes Angebot erhalten, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Treffen Sie mich vor dem Casino am hinteren Ende dieses sogenannten Silver Sun Strip, der mit Silber oder Sonne nicht das Geringste zu tun hat. Primitiv ist doof. Garrus, Shepard, falls Sie Ihre Zeit erlaubt, sollten wir uns die Bars hier mal ansehen. Treffen wir uns doch im Silver Coast Casino, oberes Stockwerk. Hoffentlich gibt es diesmal keine toten Waffenhändler. Von Edie, Shepard, ich hielt es als Teil meiner Ausbildung für angebracht, wenn Sie und ich gemeinsam an Ritualen teilnehmen, wie sie in allen Kulturen der Menschen vorkommen. Antworten Sie, dann können wir uns in Ihrem Apartment treffen. James Vega, hey, wenn Sie das nächste Mal in Ihrem tollen neuen Apartment Zeit totschlagen wollen, sagen Sie Bescheid, es gibt etwas, das ich Ihnen gerne zeigen würde. Miranda Lawson, da haben wir sie ja. Shepard, ich würde es wirklich gerne sehen. Schlimmer als die mickrige Kapitänskabine auf der Normandy kann es auch nicht sein. Laden Sie mich doch mal ein, ich bin in der Gegend. Okay. Kann ich jetzt hier mittlerweile was kaufen? Nein, noch nicht. Gut. Wie lade ich Leute ein? Set's the question. Hi, Cliff. Lade ich sie über dich vielleicht ein? Wenn Sie mit der Party beginnen möchten, müssen Sie zunächst Vorräte auf dem Strip kaufen. Okay. Ich habe zu diesem Zweck bereits Credits auf Ihrem Konto deponiert. Okay. Vorräte für die Party kaufen. Wie lade ich denn Leute ein? Mache ich das von der Wohnung aus? Wir können uns ja nochmal umgucken. Musikanlage. Ja, das sind ja die. Das ist ja die ganze Biografie-Geschichte. Da. Über das Terminal mache ich das nicht, oder? Doch, Edi einladen, James an. Ja, dann fangen wir mit Edi an. Was ist das? Shepard, ich dachte, wir könnten den Nachmittag damit zubringen, Besitztümer für unsere Kollegen zu erwerben. Shopping? Warum nicht? Irgendein spezielles Geschäft? Physikalische Nähe ist unwichtig. Ach, jetzt kommt ein Picknick. Das Extranet bietet eine größere Auswahl, ohne dass der Unterhaltungswert darunter leidet. Okay. Jeff hat mir seine Kreditkarte unter der Bedingung geliehen, dass ich Spaß habe und girly-mäßig rumshoppe. Haben Sie denn kein eigenes Geld? Ich bin nicht offiziell angestellt und habe keinen gesetzlichen Status im Citadel-Sektor. Ein Verbrechen wäre schlecht für meinen Lebenslauf.
Wir besorgen Ihnen bald eigenes Geld. Aber heute, was kommt zuerst? Jeff würde sich über ein Geschenk bestimmt freuen. Was würden Sie empfehlen? Etwas, das Sie beide mögen. Am besten etwas Praktisches. Ja, das stimmt. Sollte praktisch sein. Ich würde etwas nehmen, das er noch einige Male benutzt, bevor die Galaxie untergeht. Verstehe. Mich beunruhigt seine Anfälligkeit für körperliche Schäden. Wegen seiner Knochen? Nein, weil er keine 30 cm reaktiver Panzerung hat. Die Crew der Normandy hat kaum eingebaute Verteidigung. Wow. Wichtig für passende Geschenke wäre, aber keiner. Den Empfänger nicht als sterblichen Fleischsack zu betrachten. Ja. Tut mir dem leid. Stimme ich. Meine Verteidigungsprogrammierung hat das Gespräch in unangebrachte Bahnen gelenkt. Ich sollte sublimieren. Wie wäre es mit einer Rückenstütze für seinen Stuhl? Die gibt es mit Heizung und Kühlung. Verkauft. Wer kommt jetzt? Sie. Augen schließen. Oh Gott. Was kommt jetzt? Ein Ring? Heiraten wir etwa? Nein. Ein Juwelier auf der Citadel stellt diese Stücke her. Aus Metallen von jeder Heimatwelt des Rats. Und das ist von der Erde. Alle Metalle verbinden sich miteinander und verstärken den Ring. Er nennt sie Siegesringe. Wegen der Materialknappheit gibt es nur wenige davon. Ich nehme ihn, aber es gibt ein Problem. Fast so selten wie sie könnte ich jetzt quasi sie anmachen. Edi, geht das? Also ich hab's nicht vor, aber geht das? Das ist ein schöner Gedanke, Edi, aber wir dürfen zur Uniform keinen Schmuck tragen. Manche Soldaten tragen Ringe an der Kette ihrer Erkennungsmarke. Das würde gehen. Das geht. Unter einer Bedingung. Sie bekommen ihn zurück, wenn wir siegen. Nein, das wäre unpassend. Er steht nicht nur für meine Hoffnung, sondern für die vieler Planeten. Sie müssen ihn behalten. Ich werde daran denken. Danke, Edi. Wer jetzt? Ich habe an etwas für Liara gedacht. Okay, die restlichen werden quasi offscreen abgearbeitet. Okay. Aber das wäre jetzt echt interessant gewesen, ob man sie da jetzt auch anmachen kann, weil es klang so von wegen, oh, fast so selten wie du. Sonst laden wir mal James ein. Weiß gar nicht, ob man alle einladen kann oder halt nur ein paar. Hübsch hier. Das könnte sich allerdings ändern, wenn Sie die Party schmeißen, von der Sie gesprochen haben. Sie würden doch nicht mein neues Apartment verwüsten, oder James? Ich? Nein, niemals. Schöner Blick. Aber es ist so anders als das, was ich kenne. Und das wäre? Slums. Ich wuchs an der Pazifikküste auf. Naja, fast. Sie wissen schon, Wasser, Sand, echte Luft. Vermissen Sie es? Ja. Und die Menschen? Ich verstehe. Es ist hart, fern der Heimat zu sein. Ja. Und fern ist gar kein Ausdruck. Wie kriegen Sie das hin? Es ist einfach so. Wie im Krieg. Es klappt oder man geht drauf. Wenn das mit der Rettung der Galaxie nichts wird, könnten Sie auch in der Paartherapie arbeiten. Sind Sie wirklich hier, um über mein Privatleben zu sprechen? Oh, scheiße. Ja. Ich wollte Ihnen was zeigen. Oh nein. Ah, das Tattoo, was er sich hat machen lassen. Wie finden Sie's? Die Verantwortung ist groß. Und Sie haben die Tests noch nicht bestanden. Ich weiß. Und ich weiß, was Sie gesagt haben. Ich stehe zu 100% dahinter. Das hört man gern. Cool, dass man das sogar zu sehen bekommt. Wie auch immer, das war's schon. Wollte Sie nur zeigen. Ich muss zurück auf die Normandy. Esteban braucht meine Hilfe beim Shuttle. Danke für den Besuch, James. Jetzt boxen. Das ist ein großartiger Ort für eine Fiesta. Hasta la vista, Shepard. Okay, jetzt Miranda. Mal gucken, was Miranda zu sagen hat. Was zum Teufel? Was macht er denn jetzt? Ein Boxsack. Sie haben mich hingehalten.
Kann ich jetzt hier ein bisschen trainieren oder was? Ein bisschen pumpen gehen? Mm. Brauchen Sie ein paar Tipps? Mein Rekord steht bei 182. Können Sie das schlagen? Vielleicht. Das wird interessant. Ich mach das jetzt aber nicht 182 Mal, oder? Oh Gott. Na gut, dann mache ich das jetzt seit 183 Mal. Da geht noch was. Oh Mann. Also habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht? Also ne, das kann jetzt ein bisschen dauern, wenn ich das 183 Mal machen soll. Oh, also ja, also okay. Oh ja. Tatsächlich. Okay, ja gut, dann dauert das jetzt ein bisschen, dann kann ich euch noch was anderes erzählen. Und zwar wegen dem Multiplayer. Es ist so, dass die Server einfach keinen Bock mehr haben zu existieren und ich den Bereitschaftsprozess also von der Galaxie, dieses Galaxy at Warding, ich kann das nicht mehr erhöhen. Glücklicherweise haben wir auch ohne den auf 100% zu haben. Das sind 20. Ohne auf 100% zu haben, genug, um eben dieses, ich sag mal, beste Ende hinzukriegen. Und dementsprechend ist das dann kein Problem. Allerdings, ja, verpasst ihr dann halt den Multiplayer-Part. Also den wollte ich euch eigentlich auch zeigen, aber naja. Ist dann halt so. Vielleicht mache ich es am Schluss noch, wenn die Server mal wieder online kommen. Ansonsten tut's mir leid. Ah, ich sehe Schweißtropfen. Aber EA mag wohl gerade nicht. Oder ob es an Origin liegt, ich weiß es nicht. Soll ich das jetzt wirklich 183 Mal machen? Gute Leistung, Jefe. Nicht. ich weiß jetzt gar nicht, was ich da groß erzählen soll nebenbei. Also das ist halt ziemlich stumpf, was ich hier gerade mache. Ne? Also wahrscheinlich bringt es auch gar nichts. Ich bin einfach nur dumm oder so. 40, cool. Ich ziehe das jetzt durch, das ist mir egal. Er hat gesagt, sein Rekord ist 182, mache ich 183 und schon haben wir es. Ich meine, wir haben hier schon 40. Geht bergauf, ne? Das Traurige wäre, wenn ich es jetzt einmal verpasse. Und es dann nicht schaffe. Das wäre peinlich. Oder Shepard gar nicht so viele schafft tatsächlich. Es halt irgendwann nicht mehr weitergeht oder so. Nicht schlecht. Oh Mann. Also das kannte ich nicht. Das habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, ich habe die Spiele damals auch nicht so ausführlich gespielt, wie ich es heute tue. Also heute will ich immer gerne alles sehen, alles, was möglich ist, machen und so weiter. Damals habe ich immer so... Oh ja. Bin ich immer so oberflächlich über die Sachen drüber gegangen. Würde ich sagen. Und ich habe den Citadel DLC auch nur einmal gespielt, und zwar da, wo er rauskam. Das war's. Das sind 60! High five! Sehr witzig. Also es kommen immer noch oh, wie heißt das Wort? Mir fällt es gerade nicht ein. Neue Dialoge. Immer wieder. Also scheint es ja zu funktionieren. Also ziehen wir es weiter durch. Auch wenn das ultimativ langweilig zum Zugucken ist vermutlich. Deswegen versuche ich irgendeinen Schwachsinn zu reden.
Ja, bei euch so. Alles klar. Hm? Guten Tag gehabt. Ich hätte jetzt Lust auf ein saftiges Steak. Was ist mit Ihnen? Er will mich nur davon abhalten, seinen Rekord zu brechen. Hm? Das merke ich doch. Eindeutig. Ich könnte jetzt natürlich auch theoretisch die Folge hier unterbrechen und sie da weitermachen, wo ich quasi fertig bin, ihn seinen Rekord gebrochen habe. Aber wir nehmen euch jetzt mal all the way mit hier. Nee. Ihr dürft das jetzt miterleben. Vielleicht sagt er auf dem Weg dahin nochmal irgendwas Lustiges. Oh mein Gott. Sie sehen aus wie ein Profi. Ach, halten Sie den Mund, Vega. Empfindlich, was? Oh Mann, wie viele habe ich denn jetzt? Wahrscheinlich habe ich jetzt 80 oder so. Oh Mann. Ich habe nicht mitgezählt, aber irgendwann wird es ja ein Ende geben. Ob das... Die Hälfte meines Rekords haben Sie geschafft. Ah, da habe ich jetzt... Toll. 90. Beziehungsweise 91. Ob das andere Leute auch durchgezogen haben? Oder ob sie die meisten sich dachten, nee, ich bin doch kein behindertes Kind und haben es sein lassen. Ich vermute eher das. Geht das jetzt mittlerweile schneller, kann das sein? Kommt irgendwie ein bisschen so vor. 100. Das ist beeindruckend. Danke. Nur noch 82. Beziehungsweise 83. Ich muss ja wenigstens einen mehr schaffen. Ich habe das Gefühl, es geht schneller. Vielleicht soll das den Schwierigkeitsgrad quasi erhöhen. Jetzt ist es aber auch einfach nur so, okay, du hast lange genug gelitten, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller voran. Wenn ich nur einmal zu langsam bin, dann darf ich das von neu machen, theoretisch, wenn ich das denn wollen würde. Ich hoffe, bei 183 hört es dann auch wirklich auf. Also nicht, dass ich so lange weitermachen kann, wie ich will, um seinen Rekord einfach komplett in den Boden zu stampfen. Dranbleiben! Boxt er das Ding eigentlich auch? Ich höre gar nichts. Der steht einfach nur dran und in seiner Boxpose, aber... Ja, es geht auf jeden Fall schneller. Irgendwie muss ich deutlich öfter die rechte als die linke Maustaste drücken. Wie lange machen wir das schon? 6-7 Minuten? Lass die Folge jetzt einfach mal durchlaufen, bis ich das habe. Dead muzzles, bro. Aha. Wow. Einfach nur aha. Oh Mann. Ja, langsam habe ich so ein. Wenn man was Stumpfes, Repetitives zu lange macht, hübsch, dann hat man ja irgendwann so eine Konzentrationsschwäche. Die bekomme ich jetzt gerade so ein bisschen. Das ist so dieses. Dieses Abschweifende mit den Gedanken. Das bekomme ich jetzt langsam gerade. Ich hoffe, ich hab's jetzt bald.
Jetzt mache ich echt noch einen Fehler. Obwohl ich nichts anderes machen muss, als die linke und rechte Maustaste zu drücken. Das gibt wahrscheinlich einen total langweiligen und dummen Dialog und das war einfach nur umsonst. Oh Gott. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder Like oder was auch immer da lassen, wenn ihr das auch gemacht habt. Oh mein Gott. James, ich muss es jetzt doch bald haben, oder? Diese Kameraperspektive gerade. Jetzt muss ich relativ oft die linke Maustaste statt die rechte drücken. Spannend. Intens Gameplay. Er hat jetzt schon länger nichts mehr gesagt. Vielleicht hätte ich mitzählen sollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bewege mich gerade im Kreis. Vielleicht bin ich schon fertig und merke es nicht mal. Vielleicht sollte ich nebenbei mein Handy in die Hand nehmen und gucken. So nah dran. Ah, okay. Ich bin nah dran. Gut. Also ich mache das doch jetzt locker schon 10 Minuten, oder? Da ist doch keiner so blöde, macht das. Niemand. Ja, ist jetzt auch nicht das Spannendste. Kann man sagen, was man will. Dafür will ich einen mega lustigen Dialog spielen. Ja? Wenn ich den nicht bekomme, dann, keine Ahnung, dann deinstalliere ich James Vega von meinem Rechner. Ich nehme mal ein Schlückchen. Musst ja unbedingt an die Stange gehen, anstatt zu ihm in den Boxsack. Vielleicht hätte ich euch einfach ihn als Boxsack verwenden können. Das wäre schön gewesen. Das hätte uns das alles erspart. Ah. War das jetzt der Rekord? Heilige Scheiße. Sie haben es geschafft. Ich... Was soll ich sagen? Wie geht's Ihnen? Als könnte ich noch 183 machen. Ja, klar. Ich hab das Gefühl, er ist ein bisschen im Arsch. Verdammt, Sie haben's immer noch drauf. Lassen Sie sich von niemandem was anderes erzählen. Keine Sorge, werde ich nicht. Oh Gott, das war's. Oh Mann, das ist klasse. Okay, ja gut, dann bleib in meiner Bude, verprügel meinen Boxsack, ist mir recht. Okay, ja gut, das war jetzt etwas ernüchternd, muss ich sagen. Schade, das ist, also ich habe ja auf der Xbox alle Erfolge gemacht, das weiß ich noch. Schade, dass es dafür keinen gab. Schlage James Vegas Rekord. Das wäre eigentlich ein guter Erfolg gewesen. Miranda, schön Sie zu sehen. Wie gefällt es Ihnen hier? In diesem Teil der Stadt hätte ich Sie nicht vermutet, Shepard. Es ist schön. Mixen Ach, Sie mir was, wenn Sie schon da hinten sind, ja? Eigentlich wollte ich Ihre nächste Folge schon was. Ja, egal. Was führt Sie zurück? Danach. Ich habe verwirrende Berichte gehört. Sie sollen den Verstand verloren haben. Nicht so ganz. Tja, meine Kommunikation wurde gehackt, unter anderem. Die Medien hatten sicher einen Riesenspaß. Hatten sie. Und ein Klon? Ja, habe ihn selbst gesehen. Wussten Sie davon? Nur Gerüchte, nichts wirklich Handfestes. Aber wegen dieser Agentin Brooks. Was gehört? Nicht als Brooks, aber als Hope Lilliam. Sicher auch ein Alias.
Als die Kollektoren auftauchten, hat sie die Dossiers über ihre Crew für den Unbekannten erstellt. Ja, das habe ich erfahren. Hab sie kaum beachtet. Interessant. Mir ging es darum, sie zurückzubringen. Wir brauchten den echten Shepard, keine billige Imitation. Ich meine echt jetzt. Ein Klon? Ihnen macht das Spaß, stimmt's? What is this music? Mein Lieblings-Sushi-Laden ist geschlossen. Das ist schade. Shepard, haben Sie? Ja, genau durchs Aquarium. Wie haben Sie denn das hingekriegt? Er ist explodiert. Hey, der Klon hatte den Plan, nicht ich. Das Sprengen eines Aquariums sollte niemals Teil eines Plans sein. In diesem schon. Das Hinrichten von Meerestieren scheint ja ihr Hobby zu sein. Natürlich konnte ihr Klon nicht widerstehen. Es war der erste Schritt, mein Leben zu übernehmen. Es ist vorbei. Gut, aber warum wollte er ihr Leben? Oder sonst jemand? Die Rennerei, Springerei, Schießerei? Ist doch irre. Ich würde es aufregend nennen, nicht gefährlich. Darauf trinke ich. Ich weiß selbst, dass das nicht normal ist. Ach übrigens, woher weiß ich bei dieser Klonsache, dass Sie der echte Shepard sind? Ich weiß nicht. Sie tun's eben. Ach ja? Das Problem mit Klonen ist nur, man kann nie sicher sein. Sie haben mich doch selbst neu gebaut. Erkennen Sie Ihre eigene Arbeit nicht? Damn! Ich habe ja meine Initialen nicht eingraviert. Klon theoretisch schon. Ich bin der einzige Shepard. Na gut, dann habe ich Sie wohl am Hals. Ich führe ein irres Leben, was? Kann man wohl sagen. Absolut. Hier könnte man vermutlich die Romanze noch ein wenig ausweiten, wenn man die weiterführen würde. Aber das habe ich ja nicht. So. Können wir gucken, ob wir mittlerweile wieder was Neues auf dem Computer haben?